Herzlich willkommen bei UniTV. Ich bin der Christian Freisleben, Berater, Referent, hemmungsloser Improvisateur. Und bei mir zu Gast ist die liebe Andrea Hack, die ich kennengelernt habe beim Applied Improvisation Network bei der Konferenz in Berlin. Und liebe Andrea, wer bist du? Was machst du? Also erstmal, Christian, schön, dass du mich eingeladen hast. Okay, ich versuche mal ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. wer bin ich? Ja, wer bin ich? Das weiß ich noch nicht. Auf der Suche bin ich gerade, wer ich bin. Aber was ich mache, kann ich euch erzählen. Und zwar, ich habe eine Yogaschule. Ich unterrichte Yoga seit 17 Jahren. Und gleichzeitig arbeite ich als Coach im Privatbereich und aber auch im Businessbereich. Und zwar auf dieser integralen Ebene. Also ich versuche die Dinge aus integraler Ebene zu sehen, zu erfassen und von dort aus dann auch Formate und Methoden einzusetzen, die dann wirklich den Menschen weiterhelfen kann, wo ich sie dann auch begleiten kann. Und auch für dich die Frage, was ist für dich Improvisation in einem Satz? Hier in diesem Moment zu sein mit dir. Ja. Und die interessante Frage ist ja, was bringt eine Yoga-Lehrerin zum Applied Improvisation Network Kongress nach Berlin? Wie bist denn du dorthin gekommen? Konkret eingeladen worden durch einen Freund, der meine Arbeit kennt und der mein Leben einfach nur als Improvisation wahrnimmt und meinte, dass diese Konferenz tatsächlich eine Konferenz wäre, wo ich mich wohlfühlen würde. Ja, und ich empfinde tatsächlich mein Leben auch als Improvisation. Es gab nichts, was ich sagen kann, dass es auch länger geplant war, sondern ich bin so ein Mensch, der wirklich in den Moment hinein lebt, schaut, guckt, was kann ich initiieren und was ist mir in diesem Moment auch wirklich möglich mit meinen Fähigkeiten. Okay, und so, wenn du zurückdenkst an den Kongress, welche Methoden haben dich besonders angesprochen oder wo sagst du, dass jetzt was dazugekommen ist, was du in deiner Arbeit einbaust? Ich habe schon was eingebaut. Beim Coaching unter anderem den Tango. Es gab einen Workshop mit Leadership und Tango. Leadership meets Tango. Und es hat mich unheimlich begeistert, wie all diese Führungsqualitäten durch Tango herauskommen können, wie wir lernen können, Follower und Leader zu sein über Tango. Ich habe das direkt umgesetzt bei mir hier als im Coaching und die Menschen waren wirklich begeistert und es gab richtige Aha-Effekte. Und auch die Musikimprovisation hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also du siehst, ich bin mehr so in der Bewegung und bei allem, was ich tun kann, dabei. Nicht so mehr der auditive Typ, der nur zuhört und dann auch nur verbal wieder nach außen gibt. Ich tue lieber. Okay. Wir haben uns ja dort auch kennengelernt und ich habe auch mit dir dort geplaudert über Improvisation und so und habe dich dort sehr neugierig und offen und gespannt erlebt. Ja, und da waren ja auch Menschen aus der ganzen Welt. Was hat dich besonders beeindruckt beim Kongress? Die Warteschlangen am Buffet. Wieso das? Disziplin, sich in ewig lange Schlangen zu stellen und auf Essen zu warten, fand ich faszinierend. Das fand ich wirklich faszinierend. Das hättest du diesen Improvisateuren gar nicht zugemutet oder zugetraut, oder was? Ja, und was mich auch, also um jetzt mal zum Ernst nochmal zurückzukommen, was mich wirklich auch fasziniert hat, war, dass ich seither in meinem Leben nicht registriert habe, dass man Improvisation lernen kann, sondern für mich war das ganz normal, eben zu improvisieren. Und ich fand es spannend, wie viele Menschen mich gefragt haben, ob ich ein professioneller Improvisator bin, wo ich doch immer dachte, mein Leben ist Improvisation. Also ich bin da mit einer anderen Sicht nach Hause gefahren und habe mich dann gefragt, ob ich jetzt eigentlich überhaupt noch professionell bin.
Naja, aber gerade du bist eine, das muss ich schon mal sagen, ja, du bist eine, warum ich diese Serie Du bist Improvisation genannt habe, ja, weil du bist mir dort über den Weg gelaufen und trotz meinen völlig durchgeknallten Sein haben wir uns sofort auf der Stelle verstanden und haben dort miteinander fröhlich dahin improvisiert. Und also du warst für mich wirklich so eine, wo ich mir dachte, boah, ja, das ist eine, die ist Improvisation. Ja, genau, so fühle ich mich auch. Auch wenn ich jetzt hier sitze, ich finde es spannend. Ich bin neugierig auf deine Fragen. Ich bin neugierig auf alles, was vielleicht noch kommen mag. Und ich bin neugierig, mich selbst zu erforschen. Und ich liebe es, Menschen zu begleiten, ihre Potenziale zu entdecken, zu entwickeln und sie wirklich zu leben. Das macht mich wirklich glücklich. Und dazu braucht es Improvisation. Ja. Und man, das sind ja letztlich die Grundhaltungen und Grundthemen von angewandter Improvisation, genau dabei eben Menschen auf ihren Weg zu begleiten. Ein Erlebnis, das du in der letzten Zeit gehabt hast, wo du vielleicht eine der Methoden eingesetzt hast, wo du sagst, dass das was passiert oder hat sich was bewegt? Ja, habe ich. Ist ein bisschen tiefgründiger vielleicht, aber ich habe in diesem Jahr einen Menschen, der mir sehr nahe steht, eigentlich, also den ich seit 20 Jahren kenne, aber kein Partner von mir ist, aber ein Freund, der mich um Hilfe gebeten hat in einem Suchtthema, das er hatte. Und ich habe ihn 3 Monate begleitet, völlig improvisiert. Und ich kann sagen, er hat diese Sucht überstanden, er ist clean. Ich nehme dieses Thema jetzt wirklich, weil, damit wir auch sehen, dass Improvisation wirklich in tiefen Themen und in sehr schwerwiegenden Themen sehr heilsam sein kann. Und wenn wir da sind, wenn wir präsent sind, wenn wir komplett mit unserer Persönlichkeit da sind, unser Herz aufmachen und es durchlassen, was geschehen soll, dann kann es heilen. Davon bin ich wirklich überzeugt nach diesem Sommer. Interessant, ja, höchst spannend. Ja, du hast mir im Vorfeld erzählt, dass ein Herzensprojekt auf dich zukommt, nämlich welches? Ja, meine Vision, meine ganz langjährige Vision, die Global Courage Conference, die schon seit vielen Jahren in mir ist, wird immer wirklicher, immer wahrer. Und ja, ich habe das Gefühl, sie darf sich jetzt manifestieren. Was ist das? Die Global Courage Conference soll einen Raum öffnen, in dem Menschen aller Bewusstseinsstufen oder Denkarten, Weltsichten teilnehmen können und in einem leeren Raum, in einer Co-Kreation mitwirken können für unsere gemeinsame Zukunft, für ein gemeinsames Wir, um einfach zu sehen, was wir, ja. Ups. Oh. Ah ja, jetzt haben wir ein klitzekleines technisches Problem, weil die Andrea uns rausgeflogen ist. Das ist ungünstig. Ja. Ja. Okay. Das ist, was passiert manchmal. Aber Christian, Ja. wahrscheinlich, wenn du sie ihm im Hintergrund nahen kannst. Ja, das ist die interessante Frage, wo sie gerade steckt. Das ist jetzt natürlich ungünstig. In dem Chat einfach reinschreiben, dass sie wieder auf den Link klicken soll. Ja. Ja, sie ist aber auch draußen aus Google Plus. Sie ist überhaupt da. Ah, jetzt ist sie wieder da. Okay, liebe Zuschauer, nur ein paar Sekunden, wir klären gleich die Situation. Und sonst am schlimmsten unterbrechen wir die Session und hoffen, dass wir dann sehr bald weitermachen mit ihr. Ja, genau. Erzähl mir doch was, Ozean. Was improvisierst du gerade? Gerade? Ja, jetzt gerade. Ich improvisiere, unsere Gast wieder Wie, reinzubringen. welche Ressourcen setzt du denn dabei ein? Also welche Talente? Welche Talente? Da eigentlich, es geht viel um Informationen und viel unterwegs auf dem Web sein.
Aha, ist ja sehr interessant. Ja. Ja. Jetzt, warst du so oft dabei bei du bist Improvisation? Genau, und hier ist unser Gast wieder da. Wunderbar. Okay, jetzt warst du kurzzeitig weg. Andrea, hörst du uns? Ich höre euch wieder, ja. Sorry, ich habe keine Ahnung, wo ich war. Irgendwo auf der Reise. Okay, das Letzte, was wir gehört haben, war eben dieser Kongress. Was ich dich fragen wollte, ist, wie viele Menschen werden dorthin kommen? Ja, da dieser Kongress nicht unbedingt nur in einem Raum stattfinden soll, sondern tatsächlich global auch über virtuellen Raum erreichbar sein soll, kann ich das noch gar nicht sagen. Wenn ich das jetzt auf den Raum, auf die Konferenz selber beziehe, dann soll es Open Space sein, aber auch Workshop-Themen geben. Und ich würde mir wünschen, ich weiß es nicht, vielleicht 300, 400, 500 Menschen in dieser Konferenz vor Ort und dann aber zugeschaltet aus aller Welt, weil ich möchte wirklich den Raum aufmachen. Es klingt groß, aber ich freue mich drauf. Und es braucht Improvisation dazu. Und ich brauche Menschen, die mich da unterstützen. Ja, okay. Und mit welchen Methoden wirst du dort arbeiten? World Café, Pro Action Café, Open Space Café, dann auch mit Art of Hosting Methoden. Ich bin im Art of Hosting Netzwerk auch tätig, deswegen auch, ja. Ja, was ist, bitte diesen Begriff für die Nichtwissenden unter uns, also ich weiß, was es ist, aber kurz erklären, was das ist. Art of Hosting ist ein Netzwerk von Coaches, von Hosts, die weltweit auch agieren und Räume aufmachen für Co-Kreation, gemeinsamen Suchen von Lösungen zu bestimmten Themen und so weiter und so fort. Ja, okay, genau. Die waren auch bei der Konferenz in Berlin dabei und es hat ganz spannende Synergien zwischen Applied Improvisation und Art of Hosting gegeben. Wo und wann wird diese Konferenz stattfinden? Ich hoffe, dass sie im Jahr 2014, und da sehe ich jetzt, sag ich mal, so das Ende des Jahres 2014 eher im Oktober, dass es jetzt einfach mal ins Blaue hinein stattfindet. Weil ich ja eben, wie gesagt, das Ganze noch co-kreieren möchte. Wenn hier irgendjemand zuhört und das Gefühl hat, in seiner Stadt sollte diese Konferenz stattfinden, dann schreibt mir einfach. Oder schreibt Christian, dann bin ich da bereit, mir das anzuschauen. Ja, es soll eine Co-Kreation sein und es braucht Improvisation. Also macht die Räume auf. Okay, und an welche Menschen denkst du ganz besonders, die da teilnehmen sollen? Ja, ich denke eben an alle Menschen und nicht an besondere, bestimmte Klientel, weil es mich immer stört, dass viele Konferenzen nicht zugänglich sind für Menschen, weil sie glauben, sie sind zu unwissend, zu ungebildet, sie können ja eh nichts beitragen, sie haben keine Ideen, sie selber können nichts verändern. Und das möchte ich genau überwinden, dass diese Barriere nicht da ist, dass jeder in sich dieses Potenzial spüren kann, ja, auch ich kann da was beitragen dazu. Kannst du vielleicht noch ein konkretes Ziel der Veranstaltung formulieren? Das Ziel ist, den Raum aufzumachen, dass Kreation, ja, schönes Ziel. Ein Endziel gibt es nicht, wenn wir improvisieren, Christian, das weißt du, dann gibt es nicht wirklich ein Endziel. Dann ist das Ziel auch Improvisation. Ja, und ich weiß nicht, ob Otto Scharmer ein Begriff ist für die meisten. Er sagt doch so schön, wir sollen aus der Zukunft heraus kreieren auf eine leere Leinwand. Und wir können kein Ziel bestimmen. Wir können in eine Richtung gehen und gemeinsam kreieren. Was kommen wird, werden wir während der Entwicklung sehen. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es auch um eine Form des Miteinanders, die auch grundsätzlich unser Miteinander auf diesem Planeten verändern könnte. Das ist sowas, genau, was bei mir angekommen ist. Zuhören, sich zeigen, einfach diese Barriere überwinden, nicht selber was beitragen zu können, aber auch Verantwortung übernehmen und so weiter. Ja, das klingt nach einem spannenden Projekt, das, soweit es
und ohne TV und uns natürlich weitergeben wird, dass wir da dranbleiben und uns das weiter anschauen. Mhm. Ja, liebe Zuseher, Zuseherinnen, wir werden jetzt ein bisschen überziehen, weil ja die Andrea kurz draußen war und ich aber die volle Viertelstunde ihr gönnen möchte, weil das geht ja nicht. okay, in deinem Feld als Yoga-Lehrerin, als Coaching, gibt es da irgendwas, was in der nächsten Zeit auf dich zukommt? Ja, ich unterrichte mehr ja bei mir an der Uni hier. Und da setze ich zum Beispiel bei meinen Studenten, also ich unterrichte Potenzialentwicklung und Personal Skills. Und ich setze mehr und mehr auch die Methoden der Meditation ein, der Körperwahrnehmung, der Wahrnehmung unserer Umwelt, unserer Natur ein und habe da auch ganz interessante Arbeiten schon mit den Professoren vor Ort gemacht. Also das heißt, es nimmt Einzug auch in diesem Bereich. Das klingt spannend. Es klingt nach wirklich, du bist wirklich die lebendige, angewandte Improvisateurin, darf ich das sagen? Das ist ja echt der Wahnsinn, hey, unglaublich. Ja. Naja, eben, weil ich eben gerade in Berlin auch Leute kennengelernt habe, die genau solche Sätze auch gesagt haben, eben, dass sie dann eben Meditationstechniken einsetzen. Also ich werde auch nächstes Jahr ein Kursangebot machen zum Thema Wilddenken, wo ich mit jemandem zusammenarbeite, der mit Methoden aus dem Zen und aus dem Satzen und so arbeitet. Und ja, wir verstehen uns gut und haben beschlossen, wir machen miteinander was zum Thema Wilddenken. Ja, auch eine nette Sache. Ja, liebe Andrea, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit und den Raum genommen hast, und um diesen mit uns zu teilen. Und ja, total schön, dich mal wieder gesprochen zu haben. Du bleibst bitte noch dran, wir werden jetzt aus dem Hangout aussteigen. Ja, liebe Zuseher, Zuseherinnen, das war's einmal mit Du bist Improvisation. In 2 Wochen gibt es dann nochmal ein Resümee mit der Anja Wagner. Und ja, wer Ideen hat, wie Du bist Improvisation weitergehen könnte, bitte um Infos schicken an die UnUniTV Community oder mich. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Danke.